Hallo Leute und willkommen zurück bei Pokémon Pitch Black. Ich habe euch ja gestern im Bulletin geschrieben, dass ich schon ein bisschen das Team geändert habe. Also ich habe Offscreen trainiert und es hat sich eigentlich nicht viel im Team verändert. Ich habe keine neuen Pokémon dazu genommen. Aber ich zeige euch hier mal, ihr seht schon, Destra hat sich entwickelt auf Level 40 zu Machomai. Hat einen Iverstron Angriffswert, also nicht so hoch, aber ist schon recht hoch. Großen KP-Pool hat er ja, 140. Dann auch unser Girock hat sich weiterentwickelt. Ja, was das erste, was ins Auge fällt, ist natürlich die hohe Verteidigung. Und es hat Final oder Explosion gelernt. Ich weiß es nicht mehr. Dann habe ich ein neues Pikachu gezüchtet. Ja, ich habe richtig gehört. Ich habe ein Pikachu gezüchtet. Das habe ich jetzt Bedias genannt, nach dem guten alten Bedias LP. Unser neues Pikachu kann Donnerwelle, Strauchler, Donnerschock und Volt Tackle. Genau darum habe ich ein neues Pikachu gezüchtet, denn genau, ich wollte Volt Tackle drauf haben und ja, eigentlich ist das schon das Moveset für unser demnächst Raichu. Das behalte ich so, denn mit Donnerwelle können wir paralysieren, mit Strauchler können wir auch Boden- oder Gesteins-Pokémon wegbashen. Dann Donnerschock, guter spezieller Angriff. Und mit Volt Tackle haben wir halt was auf die normale Art, also auf den Angriff geht. Also ich spiele meinen Raichu Twist. Ich spiele es getwist, also sowohl auf Angriff als auch auf Spezialangriff. Dann auch unser Magic hat sich weiterentwickelt. Hat, glaube ich, Reflektor neu gelernt und Geneso. Was fällt euch da ins Auge? Natürlich die recht hohe Spezial, der recht hohe Spezialangriff und die recht hohe Initiative. Ich glaube, ihr wisst schon, dass man Simsala auf Initiative und Spezialangriff drillen muss, sonst wird das nichts. Ja, Moria habe ich nicht so viel trainiert, denn Moria fliegt wahrscheinlich noch aus dem Team. Denn auch wenn es mir auf den Arsch gerettet hat, ist es doch nicht gerade optimal für unser Team. Dann haben wir Zazuzu, unser Fukano hat Level 31, hat neu gelernt. Flammenburst, das ist glaube ich Funkenflug, weiß nicht mehr. Dann Flammenrad. Weiß ich nicht mehr, was das ist. Und rechte Hand. Das war's eigentlich auch schon, das hat sich so in unserem Team gemacht. Jetzt, im letzten Part haben wir ja gesehen, dass Team Plasma hier in den Vergnügungspark hineinging. Dann gehen wir mal nach und hier haben wir schon ein... You're looking for Team Plasma, right? They ran into a damage park, come with me. Sie sind in den Vergnügungspark, komm mit mir mit, hat gerade N zu uns gesagt. Wir sind ja auf der Suche nach Team Plasma. Aber ist dieser N? Sie sind nicht hier. Gehen wir aufs Riesenrad. Vielleicht sehen wir sie ja von dort aus. Ich liebe Riesenräder. Die Zirkulation, der Mechanismus. Das ist wie eine Ansammlung von eleganten Formeln. Und jetzt gehen wir ganz romantisch auf. Er ist der König von Team Plasma? Oh. Ends war es ich. Getsis hat mich gefragt, ob ich mit ihm arbeiten will, um die Pokémon zu befreien und es deckt ein bisschen. Ich wundere mich, wie viele Pokémon es in dieser Welt gibt. Wow, N redet sehr mysteriös mit uns. Oh, Team Plasma. My Lady N, meine Lady N. Du bist frei, Sire, König. Es gibt keine Probleme. Ja, okay. Nein, wir fahren rein, logisch nicht. Okay, wer gegen mich kämpfen? Oh, das kann er haben, Leute. Ah. Der liebe alte N. Mal sehen, was du jetzt so von uns auf Lager hast. Oh, Level 34.
Hallo Marco Mari. Greif mir mal an mit Revenge, du bist sicher langsamer. Stahlflügel, warum? Oh, der Angriff steigt. Die Verteidigung? Stahlflügel, die Verteidigung? Ich dachte immer, das wäre die. Den Angriff. Ne, das merkt halt Fokusband aus. So. Dann machen wir Fußtritt. Oh, Akrobatik. Oh. Aber das stört unseren Macho mal nicht. Das sehr stark überlevelt ist. Komm, wir wechseln mal aus zu Belias. Vielleicht können wir jetzt was mit Belias heißen. Ich habe sehr viel bei Ordochs trainiert. Sikili. Oh, habe ich wohl richtig gewählt. Zuerst Donnerwelle. Oh, Psy-Shock. Ah, das ist übel. Das ist übel. Genau das meine ich. Golem. Dann unser Geowatz. Mit Rock Blast. Sollst du überleben? Wird zwar deftig reinhauen. Okay, ich dachte, das macht mehr Schaden. Psycho-Shock hat eine Basis von 80, dann mit Stab drauf und Simvolara heißt das Viech ab. Das sollte schon mehr abziehen, denn Geowatz hat nicht so eine gute Spezialverteidigung, aber mich soll es nicht stören. Mich soll es nicht stören, dass wir mal gut gelevelt sind. Das glaube ich auch mal so, das erste Mal, dass wir ein bisschen overleveled sind. Nächstes Pokémon. Ah, Moria, komm. Hast du auch mal wieder einen Kampf verdient? Du hast dich schon seit Jahren nicht mehr gekämpft. Oh, Arcani. Not bad, not bad. Von Fußball. Wir sind schneller, das ist schon mal von Vorteil. Oh, Arcani, aber sieht sehr geil aus. Oh, Donnerzahn. Der Wechsler kann Donnerzahn. Flügelschlag. Dank. Oh, zieht nur so wenig ab. Oh, gut gemacht, Moria. Nochmal Flügelschlag drauf. Und? Ah, ist nicht mehr verwirrt. Verdammt. Boah, ein fucking KP. Nochmal Konfus drauf. Boah, ein KP, das war mehr als knapp. Hau dich selber. Eigentlich. Ah, gut gemacht. Gut gemacht. Wing Attack. Oh, gut. Ein Critical Hit, das Volltreffer. Moria hast also immer noch drauf. Wer kam noch nicht zum Einsatz heute? Magicka. Okay, das hast du auch nicht, aber nicht wichtig. Oh, da hab ich das genau richtig gewählt. Psybe. Ah, das schaut, das haut ich schön rein. Boah, hat überlebt. Body Slam. Oh, oh. Oh. Gut gemacht, also Magicka. Unser gutes altes Simsala. Ah, da können wir heute die Arena noch starten. Ja. Tschüss. Ah, wir haben gewonnen. Ja. Ja, jetzt redet er davon, dass er Champion besiegen will, damit er König der Pokémon wird, damit er alle Pokémon befreien kann. Ah, das ganze übliche halt einfach. Sonst nicht kratzen, wir gehen schnell unsere Pokémons heilen. Pokémons heilen, das gefällt uns doch. Ja, ich würde gerne meine Pokémon heilen. Take dies. Ah, danke schön. Ich hoffe, wir sind das mal besser auf die Arena vorbereitet, denn wir haben mit Golem haben wir eine gute Chance, die Arena hier zu packen. Ich muss mir schon Hyper Potions kaufen. Denn die normalen, die Supertränken reichen schon nicht mehr, denn ich denke jetzt gerade nach. Oh, das hat viel gekostet. Nee, okay. Ich komme dann wieder, wenn es wieder Zeit ist. So. Auf zu der Arena von. Wo ist die Arena? Hab's vergessen. Tot.
Das ist die Kampfmetro. Wo ist die Arena? Ich habe es echt vergessen. Nein, das ist nicht die Arena. Raus da. Das ist das Musical. Die Arena ist beim Vergnügungspark. Da ist sie schon. Echt ein bisschen ungewöhnlich, dass die Arena so abseits der Stadt liegt. Gleich einsteigen. Zum, 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 zum. Dann habe ich vorne. Ich glaube, Macho Mai. Switch mit Golem. Soll ich jemanden mit. Nee, komm, scheiß auf EP-Teile. Du willst kämpfen? In dieser Rennung, Leute, müssen wir die Schaltung betätigen. Das kennen wir, das glaube ich, ist so ziemlich das Klischeehafteste an einer Elektro-Arena, aber. Herr Molga. Soll mich nicht kratzen. Level 32. Das heißt, wir sind nicht unterlevelt. Das sage ich mal mit guten Manieren. Das gefällt mir. Akrobatik stört uns nicht. Oh, das war noch ein Critical Hit. Billig. Tschüss, Herr Molga. Ohne große Probleme. Und Golem erreicht Level 38. Ah, steig, Verteidigung. Nochmal, Emolga. Soll mich nicht stören. Hab gerade rausgeschaut, denn bei uns sieht es so aus, als ob das gleich anfängt, was ein heftiges Gewitter aufzieht. Könnte es sein, dass heute noch ein Gewitter aufzieht. Na, ich bin nicht so der Fan von Gewitter. Nein, warte doch auf mich! Was soll das? Komm zurück! Rollercoaster! Come back! I can change! Ah, wir sind schon raus. Nächster Gegner. Ah. Welcome, Challenger. Ah. Ich will in diesem Part noch so weit machen, dass ich vor der Arena-Leiterin bin. Hoffe, dass es Blitzel. Ich meine, immer Blitzel ist Blitzer. Mein Golem haut hier alles down. Stört uns nicht. Intensität 7. Und Chisley. Ah, das. Ne, wir müssen nicht wechseln. Oh, Electric. Das könnte eine Kampf. Lightscreen? Warum? Das bringt euch auch nichts. Das wäre halt die Spezialverteidigung, aber. Mein Golem kann leider nichts Spezielles. Was heißt hier leider zum Glück nichts Spezielles mit dem miesen Spezialangriff? Wäre es very schlecht gewesen, wenn er gute. Hallo! Rollercoaster! Jetzt kommt jemand raus. Und fordert uns wieder heraus. Aber den schaffen wir auch. Elektroball, das ist, glaube ich, eins der schnellsten Pokémons. Wenn ich. Das schnellste ist die Initiative von Deoxys, aber. Elektroball ist, glaube ich, das schnellste nicht legendäre Pokémon. Kann das sein? Aber ich glaube, Elektroball ist schon etwas schnell. Ich glaube, ein bisschen zu schnell gemacht. Level 39 für Golem. Auch wenn er keinen Spitznamen hat, der Name gefällt mir. Magneton. Ein Name, der geblieben ist, aber. Was ist das noch einmal? War das Willenslaser? Ah, nee, komm jetzt. Nicht da, Blödtum. Boah, 10, eine fette 10. Niemand legt sich mit Golem an. Niemand. Erfahrungspunkte. Hallo. Dann geht ich wieder auf den Rollercoaster, aber ich hoffe, du bist zufrieden. Ah, da ist er schon. Zum, 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 zum. Okay, bei 3 mit dem Umweg. Wusch! Einmal hier.
Ah, ich glaube, jetzt wird nur noch ein Trainer, damit wir zur Rennleiterin durchkommen. Ah, schon wieder einer, der hier aussteigen wird. Ah. Komm her! Bis jetzt rockt Golem hier wirklich gut. Räumt Golem wirklich gut auf. Ah. Rock Blast. Schon wieder ein Molga. Warum setzt ihr alle Lichtschild ein? Das bringt euch bei einem Geowax überhaupt nichts. Macht schon wieder was Lux hier. Oh, nicht. Nicht, bitte nicht. Biss. Stört mich nicht. Arrivederci. Verdammt, unser Golem kommt hier wirklich alles auf. Und völlig kaum KP dabei. Ampharos! Könnte endlich mal eine Herausforderung auf uns zutroppen. Nee. Da war. Das erste Mal, dass ich sehe, dass Geowax schneller ist als irgendein anderes Pokémon. Level 40. Boah! Das Level hat mir richtig gut gefallen. Looping! Und wir sind bei der Rennleiterin, Leute. Das heißt, im nächsten Part wird die Maus war jetzt die ganze Zeit im Bild, oder? Ups. Das heißt, im nächsten Part. Ganz schnell weg mit der Maus, ich hab nichts gesehen. Die Rennleiterin, GB. Bis dahin, haut rein. Tschüss!